Wenn ich in der Landeshauptstadt München. Okay, nee, das ist doof. Ganz cool. Richtig cool Werbung. Mein Name ist Merve, ich bin 21 Jahre alt. Ich arbeite in einem Haus für Kinder mit Hort und Kindergarten. Ich bin Erzieherin im Anerkennungsjahr, also im letzten Ausbildungsjahr. Genau. Also die Studiengänge, die für mich in Frage gekommen wären, wären nicht für mich in Frage gekommen. Das hat nicht zu mir gepasst. Ich wollte was Soziales machen, ich wollte was machen, wo man in Bewegung ist und ich wollte vor allem was machen, wo man nicht die ganze Zeit nur lernen muss, sondern was Praktisches dabei hat. Und dann war Erzieherin perfekt für mich. Man muss empathisch sein, man muss tolerant sein, man muss flexibel sein, offen für Neues, man muss kommunikativ sein und kritikfähig sein. Dass man eigentlich alles macht. Also man muss nicht nur spielen können, fördern können, man muss mit Eltern in Kommunikation treten, viel Teamarbeit, man muss eigentlich von allem ein bisschen was können. Hausarbeit, Kreativität, alles einfach. Und das finde ich ist das Besondere dran, was kein anderer Job hat. Am meisten motiviert mich, jeden Tag in die Arbeit zu gehen, weil ich weiß, dass ich was verändere mit meiner Arbeit, weil ich weiß, die Kinder entwickeln sich. Ich sehe innerhalb von einem Jahr, wie die Kinder sich verändern und das motiviert mich einfach. Am meisten Spaß macht es mir, wenn die Kinder Spaß haben, ganz einfach. Ob das jetzt ein Faschingsfest ist und die Kinder sich vor lauter Lachen am Boden kugeln oder ob wir im Garten alle gemeinsam was spielen, das macht am meisten Spaß. Die größte Herausforderung ist für mich, dass viele Anforderungen gestellt werden, zu Recht, von den Eltern, vom Träger, von dem Team, von mir persönlich, von den Kindern natürlich auch. Und die alle zu vereinbaren, finde ich eigentlich am herausforderndsten in dem Alltag. Wenn ich bei meinem Job die Einrichtung wechseln möchte, dann ist das gar kein Problem. Ich sage einfach, ich möchte mal was anderes sehen und dann kann ich was anderes sehen. Das geht leider an anderen Trägern nicht so einfach. Ich habe hier die Sicherheit und ich kann auch immer mit anderen reden. Ich kann mit meiner Leitung reden. Ich kann immer Kritik ausüben und ich werde immer gehört.